So, hallo zusammen. Es ist wieder Sonntag. Auf meiner Uhr 14:01 Uhr und dann geht's wieder los mit unserem Basteln. Wir sind schon im vierten Projekt und heute ist so eine kleine Box dran. Und ich muss auch selber jetzt erst wieder noch mal kurz schauen, dass alles auf meinem PC auch läuft. Ich sehe schon, die ersten haben sich auf jeden Fall eingewählt. Das ist schon mal gut. Das heißt, es sind schon Leute da. Die Technik scheint mitzuspielen heute. Das ist super. Hi Sam. Ja, super. Perfekt. Ach, ihr Lieben, ich habe heute ein bisschen Kopfschmerzen. Aber es ist eigentlich so herrliches Wetter, aber es ist hier so auch unglaublich kalt. Hi Hike. Dass ich auch nicht so richtig motiviert bin, lang an der Luft zu sein. Hi Steffi. Na ja, schön. Und ach, ein bisschen erschöpft heute. Aber ich freue mich natürlich, dass ihr heute wieder mitbastelt oder auch wann immer die Tage nachbastelt. Ja, ich glaube auch, das ist auch jetzt das Wetter. Also es ist jetzt hier so kalt, aber jetzt kommt durchaus auch die, ich sag mal, die schöne Sonne ja raus. Aber diese Wetterumstellung die ganze Zeit, das geht mir auf jeden Fall auch auf den Kopf. Also da bin ich auch echt empfindlich für. Ja, und auch sonst einfach ein bisschen. Gestern Abend quasi zu lang gefeiert eigentlich ein bisschen. Eine Freundin von mir hatte Geburtstag und wir hatten eine Zoom-Geburtstagsparty. Und ich weiß nicht, aber dann, wenn man doch nach Mitternacht ins Bett geht, ist das doch alles ein bisschen, kommt der Sonntag irgendwie doch ein bisschen schwerer in Trab. Genau. Aber ich habe mir für heute diese Doppel-Flip-Box rausgesucht. Ihr seht, da habe ich eine kleine Rittersport drin. Ursprünglich wollte ich eigentlich eine Lindverpackung daraus machen. Ich habe dann aber festgestellt, ich habe mich um ein paar Millimeter vermessen. Das können wir aber anpassen. Und weil ich mich vermessen habe am Anfang, dachte ich mir, ich fange mal wieder damit an, dass ich euch das kurz aufzeichne, sodass ihr das auch wieder anpassen könnt. Ich weiß schon, dass auch die einen oder anderen, wir hatten ja schon ein bisschen geschrieben, vielleicht lieber kleine Servietten verpacken wollen. Und deswegen ist ja dann immer ganz gut, wenn man mal am Anfang so eine Skizze hat und dann auch versteht, wie diese Box sich sozusagen basteln lässt, sodass man das eben dann auch an seine Bedürfnisse wieder anpassen kann. Weil es ist ja immer schön, wenn man eine Verpackung hat, aber dann nicht weiß, was reinpasst. Was reinpasst, und das hatte ich gesehen, weil die Anleitung ursprünglich war von Alexander Krappe. Sie hatte dort eine Verpackung drin für Lindor-Kugeln. Also das würde passen. Und das war sozusagen die Basis und die bastel ich auch heute mit euch. Allerdings noch ein bisschen abgewandelt. Das hier war jetzt sozusagen mein erster Prototyp. Wir machen noch eins, das wo eine Klapplasche, sozusagen ein Aufleger, komplett über die ganze Seite geht. Und genau, sozusagen, das war meine Idee, meine Erstumsetzung. Denn wir basteln ja immer mehr oder weniger einmal das Projekt immer Probe, während wir das Ganze planen, die ganze Bastelbox, damit wir wissen, was wir an Material brauchen. Denn auch wenn wir eine Anleitung haben oder eine Idee haben, was wir machen, müssen wir immer wissen, was müssen wir euch denn in die Box packen, dass ihr das halt dann eben mitbasteln könnt. Genau, und das war sozusagen dann mein schneller Prototyp, den ich an einem Abend mal ganz schnell dahin gezaubert habe. Wir fangen mal an mit dem unteren Teil. Der untere Teil ist eine ganz einfache Schachtel. Und da war die Basis am Anfang, weil es sich ja immer so ergibt, ein 21 auf 21 cm großer Farbkarton, in meinem Fall hier jetzt Flüsterweiß. 21 mal 21 ist immer so das Standardmaß, gerade wenn ich für die Bastelbox plane, weil das eben aus einem DIN A4-Blatt dann geht. Ne? Wir haben ja, das DIN A4-Blatt hat logisch die 21 Zentimeter ja vorgegeben und das heißt, wir müssen das nur an einer Seite kürzen auf 21 Zentimeter. Und damit die Box jetzt ein bisschen stabiler wird, normalerweise reicht es, wenn man eine Box bastelt, wenn man einmal ringsrum falzt. Das wäre jetzt zum Beispiel so, das machen wir in unserem Beispiel jetzt bei 2,5 cm. Und wenn die Box aber ein bisschen stabiler sein soll, also ein bisschen mehr aushalten soll, dann empfiehlt es sich, dass man zweimal ringsrum falzt. Das heißt, man macht das Ganze einfach nochmal bei einer zweiten definierten Breite. Und in dem Fall ist das Stück jetzt sogar ein bisschen höher,
mit 3,3 cm, also haben wir hier auch die 2,5 und die 3,3. Ja, das ist 2,5 und das wären dann weitere 3,3 cm und dann bleiben in der Mitte 9,4 cm. Das ist immer ganz praktisch, wenn ihr euch das dran schreibt. Einmal, wie weit ist, wie breit sind die einzelnen Abschnitte? Und dann natürlich, damit wir falzen können später, müssen wir natürlich wissen, wo falzen wir. Und wir falzen in dem Fall, wenn wir das uns so aufschreiben, bei 2,5 cm und dann 3,3 cm später, also bei 5,8 cm. Ja, so könnt ihr euch das dann ausrechnen. Ihr könntet jetzt auch weiterrechnen, wo diese Linien sind, aber es empfiehlt sich immer ringsum zu falzen, das hatte ich euch ja schon mehrfach erzählt, damit eben die Abstände immer gleich sind. Wenn ihr weiterschiebt und euch dann mal so einen Millimeter nur verschiebt, dann passt nachher eure Box nicht zusammen. Das ist ärgerlich. Also ein bisschen die Chance, dass die Box nachher passt und bei Verpackungen ist das ja immer wichtig. Es ist ein bisschen einfacher, wenn man ringsrum falzt. Genau, das wäre sozusagen unsere untere Basis. Das machen wir erst einmal und danach erkläre ich euch, wie die Klapplaschen gemacht werden. Aber wir nehmen uns das mal, ich schiebe das hier hoch und hole den Papierschneider. Und jetzt muss ich gestehen, ihr habt in der Bastelbox, das mache ich vielleicht einmal, das ist ein bisschen unterschiedlich, weil ich habe mich rund um das Designerpapier, was es in der Celebration gibt, das habe ich euch gepackt. Das ist dieses wunderschöne, bärige Designerpapier, ist ja eines meiner Lieblingsprodukte. Ja, damit kann man, finde ich, auch ganz schön selber vielleicht Rezeptordner gestalten und so Sachen. Also da schwebte mir sehr, sehr viel vor. Es ist halt leider schade, dass es das so nicht zu kaufen gibt, sondern dass man es sich quasi nur schenken lassen kann in der Celebration. Für 120 Euro gibt es das Papier zusammen mit einem Stempelset, mit dem Stempelset Fruchtige Grüße. Finde ich auch ganz toll, also Blaubeeren, ich liebe ja Blaubeeren und gerade wenn man auch vielleicht Blaubeermuffins oder sowas verpackt, dann hat man hier unglaublich schöne Sachen und Himbeeren. Ja, für alles, was so aus dem Garten ist. Das ist natürlich eine passende Ergänzung zu dem Stempelset, das ihr schon kennt. Mit dem haben wir ja letzte Woche gearbeitet, mit dem Bärenstark. Ich als Erdbeermarmeladen-Fan musste das einfach haben. Das ist ja ein Katalogprodukt. Zusammen mit der Handstanze gibt es die beiden Sachen 10% günstiger. Und wir haben euch ja auch Beispiele schon genannt, wie ihr euch sozusagen dann das Stempelset hier verdienen könnt, sozusagen, oder was alles schön dazu passt, dass ihr bei 120 Euro nachher dieses Komplettbundle habt und da wirklich tolle Sachen zu zaubern könnt. Genau, und für die Bastelbox habe ich euch Designerpapier beigelegt und dann entsprechenden Farbkarton. Ihr seht, das variiert hier ein bisschen. Die meisten haben entweder Grapefruit? Ich glaube, das könnte auch Blutrot sein. Oh, ich habe es euch aufgeschrieben, ihr wisst es jetzt besser wie ich. Und Gartengrün dürfte drin sein in euren Sachen. Nicht zwingend beides, mit dem Weiß, entweder das Rote oder das Grüne, auch abhängig davon, was sich sozusagen, jetzt muss ich das so rumzeigen, auf der Rückseite ist. Also bei dem habt ihr zum Beispiel dann den grünen Farbkarton, hier bei dem habt ihr den roten Farbkarton. Oder beides, da könnt ihr schauen in den unterschiedlichen Größen. Ich nehme jetzt einfach mal, gucke ich mal kurz, ich glaube das, 8,8 muss es mindestens breit sein, 8,5 genau. Also ich kann noch aus meiner Box daraus was zaubern. Und das wollte ich euch noch kurz einmal zeigen. Wenn ihr diese Stempelsets habt, die so schön sich auch zusammen ergänzen, könnt ihr auch euer eigenes Designerpapier stempeln. Und das habe ich hier gemacht. Einfach die ganzen unterschiedlichen Sachen wild auf ein DIN A4-Blatt gestempelt. Und jetzt könnte man das auch kolorieren. Man könnte schwarz-weiß nutzen. Man kann nur Teile kolorieren und so einen Spotlight-Effekt machen an Karten. Also da ist dann wirklich, da kann man noch unglaublich kreativ werden, wie man das dann verarbeiten kann. Genau, das wollte ich euch nur zeigen, so als Idee. Vielleicht habt ihr ja Lust, vielleicht koloriert ihr ja auch unglaublich gerne. Und dann ist sowas natürlich auch schön. Man macht sich sein eigenes Designerpapier und hat dann noch ein paar Nachmittage, sozusagen Kolorier-Yoga, nenne ich es mal, dass man sich damit noch ein bisschen beschäftigen kann. Das ist, denke ich, eine schöne, eine sehr, sehr schöne Alternative. So, und ich werde meine Box, und da muss man halt einfach ein bisschen, ihr müsst ein bisschen schauen, was ihr an Zuschnitten von mir bekommen habt, das Designerpapier
hat eine Breite von 8,5, wird gleich quadratisch zugeschnitten. Dann kommt ein Farbkartonaufleger, wieder den halben Zentimeter größer und das kommt dann auf eure Box. Ich mache jetzt bei mir unten 21 mal 21 Zentimeter, das mache ich in weiß. Das heißt, wir nehmen uns unser, jetzt muss ich hier meinen Arm ausklappen, wir nehmen unser DIN A4-Blatt. Das hat ja, wie gesagt, an der einen Seite schon die 21 cm. Das heißt, wir können es mit der langen Seite reinlegen und auch einmal bei 21 cm abschneiden. So, ich glaube, ich rutsche hier mal ein kleines Stückchen höher. So dürfte das, glaube ich, auch gehen. Genau, also von eurer Zeichnung. Ja. Jetzt müsst ihr natürlich gucken, wenn ihr eine Verpackung wollt, die größer wird, ihr könnt ein bisschen in der Höhe variieren. Oder ihr braucht ein 30 auf 30 Inch Papier, wenn ihr noch größere Sachen verpacken möchtet. Ja, also es lohnt sich immer, das einmal aufzuschreiben, alles zu addieren und zu gucken, kriege ich das überhaupt aus einem Papier gemacht? Ja, oder muss ich da eventuell stückeln? Dann wird es natürlich ein bisschen kompliziert. Aber eine Skizze, schnell mal angezeichnet, ist da immer sehr, 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 sehr hilfreich. So. 21 mal 21, und dann haben wir gesagt, wir falzen einmal ringsrum bei 2,5 Zentimeter. Hieke, du sagst mit dem Kolorieren da. Ich formuliere es mal um. Du brauchst immer noch etwas Übung im Kolorieren. Ja, ich muss gestehen, ich habe mir jetzt auch fürs Kolorieren, ich habe überlegt, aber das finde ich unglaublich schwierig, so über Zoom. Das ist wirklich ein Workshop, wo ich mich sehr darauf freue, wenn man sich wieder treffen darf. Und dann würde ich unglaublich gerne einen Kolorierworkshop machen. Ich bin ja bekennender Blend-Fan, also Alkoholmarker-Kolorier-Fan. Traue mich aber jetzt auch mal an die Aquarellstifte heran und werde da mich selber sozusagen weiterbilden. Es ist aber viel einfach Übungssache. Aber gerade so die Anfangstechniken näher zu bringen, finde ich, ist unglaublich schwierig, so über den PC. Das ist einfach einfacher, wenn man da nebeneinander sitzen kann und sich das kurz einmal mache. Hallo Daniela, ist überhaupt nicht schlimm. Das klappt noch. Ich quatsche dann noch ein bisschen. Wir brauchen ein Stück 21 auf 21 und wir falzen reihum bei 2,5. Das habe ich jetzt gemacht. Und dann auch reihum bei 5,8. Das habe ich noch nicht gemacht. Also ich hoffe da, dass wir zum Kolorieren, dass wirklich die Corona-Situation das bald zulässt, und ich könnte mir dann auch vorstellen, dass wir das in Frankfurt machen. Also die meisten von euch kommen ja doch sozusagen aus der Region Frankfurt noch, als ich damals noch in Darmstadt gewohnt habe. Und ich denke, da kämen, glaube ich, schon auch einige zusammen, die da drauf Lust hätten. Und so ein Kolorierworkshop, das denke ich, wäre eine wirklich schöne Sache, weil das macht wirklich unglaublich Spaß. Aber man braucht ein paar Tipps am Anfang auf jeden Fall. Sich da an die Hand nehmen zu lassen, ist nie verkehrt. Und danach ist es zwar auch Übungssache, das heißt, da muss man einfach üben, 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 und man lernt dann auch Farben kennen, welche passen gut zusammen, was lässt sich wie verblenden. Ja, vieles davon ist natürlich Übungssache. So, also ich habe schon ringsum bei 2,5 cm gefalzt und jetzt falze ich ringsum bei 5,8. Jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen, wenn ich so abschweife beim Quatschen, dass ich mich dann hier nicht verlese oder mal anstatt Falze schneide, das wäre natürlich dann sehr ärgerlich. So, noch einmal 5,8. Haha, die Sam ist auch dafür, dass wir das dann in Frankfurt machen. Ja, das ist doch super. Also wie gesagt, vielleicht, wir hoffen ja doch auch mal, vielleicht, dass das im Sommer klappt. Das wäre doch dann eine ganz tolle Idee, vielleicht im Sommer, wo man das machen kann. Spricht ja auch nichts dagegen, das danach online weiterzuführen, dass man dann vielleicht auch so einen kleinen Kolorierclub oder so macht, dass man das einfach öfter zusammen macht und sich da auch austauscht. Aber ich glaube, gerade für den Anfang ist es da wirklich gut. Auch, dass man verschiedene Sachen ausprobieren kann, weil das ist natürlich auch nochmal was, auch in so einer Bastelbox. Wir können euch ja nicht alle Sachen schicken oder ihr wollt auch nicht alles bestellen, weil, wie ich sage, ich koloriere unglaublich gern mit den Blends. Andere lieber mit Aquarellstiften, dann andere lieber mit der Tinte aus einem Stempelkissen und einem Aquapainter. Es gibt so viele Möglichkeiten, und das einfach auszuprobieren und für sich herauszufinden, was ist denn für mich die Variante, mit der ich gut klarkomme oder die mir am meisten Spaß macht oder die mir am meisten liegt. Dafür wäre es natürlich schön, wenn wir uns vor Ort treffen, weil dann könnten wir einfach aus dem Vollen schöpfen, was wir haben,
Und ihr könntet ausprobieren und dann wisst ihr auch danach, was ihr haben möchtet. Also das ist natürlich auch nochmal der Vorteil von den Live-Workshops. Auch als ihr früher zu mir kommen konntet zum Basteln, war das natürlich so ein, dass ihr alles schön ausprobieren konntet. Und das finde ich immer wichtig. Die Sachen sind ja durchaus jetzt auch nicht günstig. Und man braucht ja meistens doch auch einiges oder will dann auch einiges. Und da ist es gut, wenn man die Sachen in die Hand nehmen kann und ausprobieren kann. Genau, so. Ringsum gefalzt bei 2,5 und 5,8. Jetzt schneiden wir das äußere L quasi weg. Also diese drei Teile werden weggeschnitten. Auf allen Seiten. Ich nenne das immer ein L. Das ist vielleicht aber. Aber ihr versteht es schon. Ist ja nur hier. Ist ja eigentlich nur hier ein L. Aber wenn ihr das dreht, habt ihr, könnt ihr immer wieder ein L machen. Ich nehme dafür einfach die kleine Bastelschere und schneide einfach entlang der Falzlinien das einmal weg. Was wären denn sonst so Wünsche? Ich meine, wir sind ja immer mit den Bastelboxen, sind wir jetzt ja schon ganzes Eckle weiter. Da haben wir ja jetzt die Märzprojekte ja auch schon fertig kalkuliert. Wenn ihr noch eine Märzbox wollt, sagt uns gerne Bescheid. Aber bitte, 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 bitte zeitnah. Wir haben schon einige Bestellungen erhalten und fangen da jetzt auch an, das zu packen, damit wir das auch bis März dann schaffen. Also bitte tut uns einen Gefallen, überlegt nicht lange. Wir werden auch nicht mehr Bastelboxen groß nachproduzieren. Also am Anfang haben wir immer gesagt, ach, ihr könnt jederzeit einsteigen im Laufe des Monats. Ist gar kein Problem. Das schaffen wir jetzt nicht mehr, weil wir sind dann ja auch meistens dann schon wieder einen Monat weiter und planen schon die nächste Box. Also jetzt sind Sam und ich ja schon dabei, während wir die Märzbox packen, die Aprilbox zu planen, also die Sachen festzulegen, die wir da dann machen wollen. Ja, deswegen, also wer noch eine Märzbox möchte und im März mitbasteln möchte, schreibt einfach mir oder der Sam eine private Nachricht. Da bekommt ihr alle Infos und dann kriegt ihr auch in der ersten Märzwoche dann die Projekte, die Materialpakete zugeschickt. Genau. Aber wenn ihr Wünsche habt, wie gesagt, mit etwas Geduld, weil sie werden halt erst ein, zwei Monate später dann eventuell erfüllt, könnt ihr das uns natürlich auch immer gerne sagen. Also wenn ihr sagt, ach, eigentlich wäre es ja schön, wenn mal, immer her damit. Ja, wir versuchen ansonsten ja immer einen guten Misch zu finden zwischen Karten und Verpackungen. Wenn ihr sagt, ach, wir hätten lieber mehr Verpackungen oder ach, wir hätten lieber mal ein paar mehr Kartentechniken. Dann lasst uns das einfach wissen, damit wir das berücksichtigen können. Jetzt, wo ich das so auf dem PC sehe, denke ich mir, treppenförmig wird weggeschnitten. Das macht irgendwie auch Sinn. Aber ihr versteht das bestimmt, was ich meine. Und ihr habt das ja auch in der Hand dann, wenn nachher. Also manche gucken ja nur zu, manche basteln gleich mit. Aber wenn ihr es in der Hand habt, dann denke ich, versteht man das ganz gut, wo man schneiden muss. Oh, ich glaube, ich brauche gleich mal einen Schluck Wasser. Ein bisschen. Einen kleinen Frosch im Hals. Die mittlere Ecke, die jetzt hier noch so raussteht, das wird eine Klebelasche. Das heißt, die könnt ihr auch einmal noch einschneiden. Und dann auch, weil es ja geklebt wird, ein bisschen wie immer so leicht dreieckig zuschneiden. Wie rum ist hier eigentlich jetzt wurscht? Ihr könnt wie so eine Windmühle schneiden oder ihr könnt sie zur selben Seite einschneiden. Das ändert nachher nur, wie rum ihr klebt, aber das verschwindet eh innen drin. Das sieht man nachher nicht. Das ist ganz euch überlassen. Dieses Gegenüber, so wie ich das jetzt mache, das funktioniert allerdings, wenn ihr Verpackungen bastelt, nur bei Sachen gut, wo eure Klebelaschen nicht über die Hälfte einnehmen. Ja? Also wenn das zu lang wird, dann macht es natürlich Sinn, dass man die Windmühle macht, weil die müssen ja, wenn sie zusammengeklebt werden, beide Platz haben, sonst wird es euch zu dick. Man könnte sie sonst aber auch einkürzen. Also wenn ihr euch das angewöhnt, dass ihr die immer so schneiden wollt, dann gibt es da auch Mittel und Wege. Genau, aber ob sie jetzt so liegen oder ob sie so im Windmühlen-Style zugeschnitten werden, das ist ganz egal. So, jetzt haben wir den Teil und ihr Lieben, ich muss mir einmal kurz einen Schluck Wasser holen.
Felix euch so. Dann seht ihr nämlich hier nochmal die Skizze und ihr könnt noch nacharbeiten. So, ich habe schon mein Wasserglas geholt. So, einen Schluck. Ja, immer gut. Und jetzt könnt ihr hier, das können wir sozusagen uns schon fertig machen, einmal alle Falzlinien nachziehen. Und dann kleben wir das und dann haben wir den einen Teil unserer Box auch schon fertig. Ach, ich fände ja auch so ein, also der Kolorierworkshop, das bleibt jetzt gerade bei mir hängen, das wäre wirklich schön. Und ich denke mir auch, kolorieren kann man auch draußen. Also es darf nur nicht zu windig sein und natürlich darf es nicht regnen, aber da könnte man ja sogar vielleicht im Garten draußen sitzen, wenn es das Wetter zulässt und einen kleinen Outdoor-Workshop machen. So, jetzt wird geklebt. Unsere Klebelaschen kommen an die Seite. Ihr könnt euch, um es euch ein bisschen einfacher zu machen, diese Laschen einmal ein bisschen nach außen wegknicken und dann sieht man, glaube ich, so wird es zusammengeklebt, die Klebelaschen innen rein und diese Lasche wird später auch nach innen geklebt und dadurch kriegt die ganze Box dann etwas mehr Stabilität. Also. So, eigentlich sollte ich es ja wissen, Daniela, wo du herkommst. Würdest du auch nach Frankfurt kommen? Wäre ja total cool. Also einige von euch kenne ich ja sozusagen jetzt hier nur durch die Live-Bastelaktion oder den Kalender-Workshop von mir, den Schubladentisch-Kalender. Und kenne ich ja gar nicht in Person. Es wäre ja mega cool, euch mal in Person kennenzulernen. Aber ich weiß natürlich, eigentlich weiß ich schon, aber dafür müsste ich mich gut auskennen. Ich schicke euch ja Post, also eure Adressen habe ich ja. Wie weit das aber weg ist, habe ich noch nie geschaut, weil ja, ne, man besucht sich ja zurzeit nicht. Aber das wäre ja total schön, euch kennenzulernen. Denn ich rede ja quasi jeden Sonntag mit euch und freue mich auch so, wenn ihr immer schreibt oder auch dann die Werke zeigt. Oder allgemein eure Rückmeldungen zu der Bastelbox sind alle so unglaublich schön. Und auch jetzt, als ich gefragt habe, wer ist denn im März wieder dabei, kam schon fast vorwurfsvoll. Natürlich bin ich wieder dabei. Das ist natürlich mega cool. Dass ihr das auch alle so genießt, wie wir. Und das ist unsere jecke Idee, lasst das mal machen. So gut ankommt, das ist unglaublich schön. Ja, ich habe mich da auch heute schon ein bisschen eingesaut. Ich wollte gerade sagen, ich habe schon geschrieben. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich jetzt schon grüne Finger? Ich habe noch nicht gestempelt. Ich habe eine Zeichnung gemacht, das hat schon gereicht, um mir die Finger einzusauen. Wie gesagt, ich muss mal über. Oh, bei Speyer. Oh, schön. Ich habe in Landau studiert, Daniela. Das ist eine sehr schöne Ecke, in der du da wohnst. Pfälzer. Die Pfalz. So schön. Ach, im Moment aber bestimmt auch. Also ich meine, eine Sache, die so schön ist an der Pfalz, sind die ganzen Weinfeste. Das findet ja jetzt auch alles nicht statt. Aber. Oh, Kirschblütenfeste, das, oh, ach, ich schwelge in studentischen Erinnerungen. Aber eine Stunde, ein bisschen mehr wie eine Stunde, das brauche ich ja auch bis nach Frankfurt. Ich wohne ja hier in der Nähe von Koblenz, Montabaur, so genau da in der Mitte. Eine Stunde brauche ich auch bis nach Frankfurt. Das kann man aber mal machen. Ja, Zeit für einen selber, ne? Das ist, ja, was sehr Wichtiges. Und nicht immer einfach. Auch ich habe das, ich meine, jetzt mit einer Tochter gemerkt, dass so Zeit für sich, das tut gut, das braucht man auch unbedingt. Ist auch nicht immer einfach, sie sich zu nehmen.
Ich sage immer, so ein bisschen gesunder Egoismus gehört halt doch auch dazu zum Glücklichsein. So, ihr seht, ich habe hier auf diese große Lasche innen drin jetzt Kleber gemacht, sodass ich das jetzt nach innen reinkleben kann. Und ich benutze dafür dann gerne mein Falzbein, um den Kleber innen drin und das Papier richtig schön festzudrücken. Das geht nicht bis ganz nach unten, weil wir haben das ja ein bisschen weniger. Das sind ja 2,5 und die Höhe hier waren ja 3,3. Das heißt, ihr habt nach unten hin ein bisschen Abstand. Da aber später was drin ist, die Schokolade oder was ihr immer da drin versteckt, sieht man das nachher nicht. Also das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Genau, aber wenn ihr das so ein bisschen mit dem Falzbein richtig schön den Kleber anziehen lasst, dann gibt das so eine richtig starke Wand. Ja, und das macht dann einfach eine stabile Box aus. So. Dann mache ich das. Das ist jetzt ihr könnt, glaube ich, reihum machen oder die gegenüberliegenden Seiten nacheinander. Ich mache gerne die gegenüberliegenden, aber ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Das ist jetzt so persönliche Vorlieben, wie man sich es angewöhnt hat. In Germersheim, ja, cool. Ja, die Feste, die fehlen. Ah, ich glaube, die fehlen uns alle, also nicht nur in der Pfalz, aber ich meine, ich weiß nicht, die Pfalz ist ja nicht so karnevalistisch, aber hier bei uns ist ja gerade traurige Stimmung wegen der fünften Jahreszeit. Ich habe zwar Mutzenmandeln gegessen, ein Hoch auf die Bäckerei Barth, kleine Schleichwerbung hier, die bei uns in der Nähe tatsächlich Mutzenmandeln gemacht hat. Da freue ich mich jedes Jahr drauf. Das ist ein Highlight, die fünfte Jahreszeit mit Mutzenmandeln. Man versucht es ein bisschen zu Hause sich natürlich schön zu machen. Aber auch das fehlt mir. Also Karneval so ein bisschen, das ist das, was hier fehlt. Aber die Feste fehlen uns alle, definitiv. Im Großen wie im Kleinen. Also wir haben auch gehört, wir haben den ersten Geburtstag unserer Tochter nicht wirklich groß gefeiert, weil wir da ein bisschen erkältet waren. Und dann fing es halt eben an. Dann kam Corona und jetzt den zweiten Geburtstag, der war dann eben auch hier zu Hause im Kleinen. Und jede Menge runde Geburtstage im Mai. Also bei uns hat es in der Familie in Corona ja auch die Geburtstage wirklich, sag ich mal, schön zu allen runden Geburtstagen getroffen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen schade. Aber naja, sagen wir mal so, wir sind alle gesund geblieben bisher. Von daher will ich gar nicht groß meckern. Und es sind ja auch unglaublich schöne Dinge entstanden durch Corona, wie zum Beispiel die Bastelbox. Denn ihr Lieben, ich weiß nicht, ob die Sam und ich auf die Idee gekommen wären, sowas zu machen. Und wir hätten mit Sicherheit auch nicht so viele Workshops angeboten, wie wir jetzt Bastelboxen angeboten hätten. Also auch das ist ja ein positiver Aspekt der ganzen Geschichte. Und solange wir gesund sind, müssen wir uns daran festhalten, dass es auch unglaublich viel Positives gibt. So, ich habe alle Seiten festgeklebt und habe eine sehr stabile Box. Die stelle ich mal hier hoch und nehme mein kleines Schmierzettelchen hier, meine Skizze, um euch jetzt zu sagen, wie die Klappen gemacht werden. Ja, man sieht das hier ganz gut. Das könntet ihr, wenn euch das stört, nachher am Ende auch noch mal mit einem Farbkarton abdecken. Ich dachte mir, für hier jetzt und heute ist es auf jeden Fall gut, dass man sieht, wie es funktioniert. Ja, wir brauchen also zwei Stücke. Und das zeichne ich mal hier drunter. Wir brauchen. Ist nicht maßstabsgetreu, ihr Lieben, ne? Ist eine kleine Schmierskizze, die ich hier mache. So. Und zwar haben wir hier eine Breite, und jetzt wieder, damit ihr das später anpassen könnt, von 9,4 cm. Damit es drüber passt, nehmen wir unsere Mitte mal mit 9,5 und brauchen die Höhe der 3,3. 3,3, 3,3 sind 6,6 plus 9,5. 6,6 sind 16,1. 16,1 cm. Und dann haben wir hier, jetzt muss ich noch mal ganz kurz selber schauen, wir entscheiden uns für eine Klebelasche. Das ist dann der Teil hier unten. Dann nehmen wir mal 2 cm
Und dann brauchen wir auch wieder unsere Höhe von 3,3 cm. Und jetzt müsst ihr gucken, dass dieses Teil, dieser Abschnitt, der sollte bis zur Hälfte oder wie in meinem Fall etwas über die Hälfte gehen, damit es auf jeden Fall auch schließt. Könnt ihr das so leicht überlappend machen. Könnt es auch bündig machen, weil wir ja auch nachher zum Beispiel noch so ein Überteil drüber setzen. Ich würde keinen Spalt lassen. Das finde ich, sieht nachher an der Seite ein bisschen komisch aus. Aber da müsst ihr einfach gucken, dass ihr sagt, naja gut, dass ihr da ein paar Zentimeter halt zugibt. Ich habe hier 5,5 cm nach der Angabe von der Alexandra gemacht. Das heißt, und dann haben wir hier auf der Höhe also 10, 10,8 cm. Ich schreibe es nochmal hier, 10,8 mal 16,1. Und das Ganze brauchen wir zweimal. Denn wir brauchen ja zwei Laschen. Ah, ich zeichne euch noch kurz ein, wie wir dann gleich noch schneiden werden. Und zwar wird von hier unten hier hoch diagonal weggeschnitten. Der Teil kommt weg. Und der Teil, mal gucken, der kommt ganz weg. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Das, wenn ich das aufklappe, ah ja, das ist der hier innen drin, der wird auch so, genau, so rum was. Das und hier ähnlich, also von innen nach außen weg, von außen nach innen hin und das kommt weg. So, das schieben wir wieder hoch. Und ich mache meine Laschen in Grün. Es könnte sein, dass ihr sie in Rot oder in Weiß macht, je nachdem. Oder je nachdem, was ihr vielleicht für einen Farbkarton habt. Oder Designerpapier für alle, die auch keine Bastelbox bestellt haben und einfach mitbasteln. Müsst ihr natürlich schauen. Eure Farbgebung, das könnt ihr entscheiden. So, 16,1. Da haben wir ja dann gerne mal das Problem, dass die 16 in dem vor allem alten Schneidebrett, wer das noch hat, gar nicht ablesbar sind. Und auch die 16,1 sind auch bei diesem nicht einfach zu sehen. Was ich jetzt erstmal mache, ist, ich nehme die 10,8, also lange Seite, 10,8. Eventuell habe ich euch schon 16,1 zugeschnitten. Schaut, messt mal eure Stücke aus. 10,8 und jetzt haben wir 16,1 möchte ich schneiden. 21 cm ist es lang. Wenn ihr also die 16,1 nicht findet, dann rechnet ihr kurz 21 minus 16,1 sind 4,9. Ja. Trick 17. Wir schneiden also nicht 16,1 ab, sondern wir schneiden 4,9 ab und das, was uns dann bleibt, sind 16,1. Ja. Man muss sich immer nur auch zu helfen wissen. Ne? Trick 17. So, und das Ganze brauchen wir zweimal. Das heißt, ich schneide mir noch ein Stück von 10,8. Und schneide wieder die 4,9 weg. Oh, hier war ganz schön was los im Chat, sehe ich gerade hier, während ich geschrieben habe. Ach, ihr redet über die Falz, das ist gut. Das ganze Jahr über der Richt, das ist auch gut. Das ist ein guter Zustand, das kann man machen. So, und jetzt nehmt ihr euren Farbkarton und legt ihn mit der langen Seite an und könnt links und rechts die 3,3 falzen. Ja, die kann man 1, 2, 3, ja, einmal auf dieser Seite ablesen, 3,3 und einmal auf dieser Seite. Oder ihr dreht es rum. Macht da, wie ihr wollt. 3,3. Und dann legen wir es mit der kurzen Seite an. Schub. Schiebe das mal noch ein kleines Stück Schnur, dann ist glaube ich immer noch drin. Dann habe ich hier ein bisschen mehr Platz vor mir. Dann haben wir gesagt, wir machen diese Klebelasche, die ist 2 cm.
Genau, und jetzt falte ich auf der rechten Seite bei 2 cm. Und jetzt kann ich das einfach durchschieben. Bei 5,5 Falzen. Ist das richtig? Ja. Jetzt bin ich gerade selber verwirrt, warum ich das so aufgeschrieben habe. Kurze Seite rechts bei 2 cm und durchschieben bei 5,5. Und dann sind das, naja, doch 3,3. Na nee, genau, ich muss ja um. Ja. Das war gerade hier. 2 cm und dann durchschieben bis zu den 5,5 von der anderen Seite. Habt ihr das auch gefalzt? Ich mache das gerade auch das zweite Mal. Also 3,3. Dieser Seite. Jetzt drehe ich es rum. 1, 2, 3. 3,3 von der anderen Seite. Wieder bei kurzer Seite anlegen. 2 cm und durchschieben bei 5,5. Könnt natürlich auch ausrechnen und euch weiterschieben. Und wenn ihr so rumfalzen würdet, würdet ihr bei 2 und bei 5,3 dann falzen, dann habt ihr dieselben Linien. Je nachdem, wie rum ihr das eben, ja, wie rum ihr das lieber handelt, wie ihr das lieber macht. Genau. So, und jetzt wird diagonal geschnitten von der Kante hier unten zu der Eckkante hier oben. Das könnt ihr wieder machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt es euch einzeichnen mit einem Lineal und einem Bleistift, mit einer Handschere auf Augenmaß oder ihr legt euch diese Punkte in die Rillen von dem Schneidebrett. Ja, eine Falzecke ist hier, eine Falzecke ist hier und schneidet dann euren Farbkarton so durch. Auf der anderen Seite auch, von der unteren Ecke. Das hier ist das große Stück. Das hier sind die 5,5. Von dieser Ecke in die untere Ecke. Da muss ich selber mal kurz gucken. Ich werfe mir hier selber Schatten. Wo denn hier meine Falzlinien sind? Da, da. Wie gesagt, ihr könnt es auch erst einzeichnen und dann mit der Schere schneiden. Gut, nochmal bitte. Okay, jetzt muss ich ganz kurz anhalten. Also nochmal, ich fange nochmal an mit, wie ihr dieses Papier falzt, schätze ich. Ja? Ihr habt euer ein und ihr habt das Stück 16,1, 10,8. Lange Seite anlegen. Und von beiden Seiten 3,3. Ja, 3,3 Falzen. Die habe ich jetzt hier abgelesen. Dann kannst du es weiterschieben und nochmal bei 3,3 hier. Oder du machst 3,3, drehst es komplett rum und machst auch 3,3. Kommt dir auf selbe drauf rum, ist nur die Handhabung. So dass du von beiden Seiten eine Falz nach 3,3 cm hast. Entschuldigung, dass ich zu schnell war. Dann legt ihr es mit der kurzen Seite an und falzt bei 2 cm auf der rechten Seite. Also hier, wir messen hier 2 cm und falzen. Und dann einfach weiterschieben und jetzt wird auf dieser Seite gemessen bei 5,5. Ja, dann habt ihr sozusagen von hier oben die 2 gefalzt und von unten die 5,5. Ich warte mal, vielleicht gebt ihr mir einen Daumen hoch. Wenn das bei euch erledigt ist oder und verstanden. Und ich nehme einfach nochmal einen Schluck Wasser. Schadet nie. Gerade bei Kopfschmerzen sollte man genug trinken. So. Okay, da kommt ein Däumchen. Perfekt. Genau, und jetzt könnt ihr euch das so vorlegen, dass oben die 2 cm sind und von unten sind die der breite Teil mit den 5,5 cm. Und jetzt wird von der Falzlinien-Eckkante zu der ersten Falzlinien-Eckkante diagonal weggeschnitten. Also wie hier, dieser Teil.
Ja, und das auf beiden Seiten. Immer von dem großen Stück von der Mitte nach außen. Genau, dann sieht das danach so aus. Ich lege das jetzt mal kurz hier oben hin und mache das hier bei dem auch schon. Wie gesagt, ob ihr das jetzt mit Schere, mit Papierschneider, das geht so nicht, das fällt mir rein. Das ist jetzt wieder eigenes Interesse. Oder auch einfach, wie ihr es geübt seid. Ich mache gerne möglichst viel mit dem Papierschneider. Aber wenn man gerade auch vielleicht erst anfängt oder halt einfach nicht so viel mit dem Papierschneider bisher gearbeitet hat oder auch sagt, ich sehe das nicht so gut. Ich sehe das mit dieser Rille und durch diese Schiene nicht gut. Überhaupt nicht schlimm. Nehmt euch ein Lineal oder nehmt euch die Schere und schneidet das diagonal durch. Das geht jetzt auch von der Länge her, dass es mit einer großen Bastelschere auch gut zu schneiden ist. So, und dann brauchen wir unsere Schere. So. Und dann können wir jetzt von der Kante, wo wir hier sind, zu der Kante hochschneiden. Wir können uns erst das ein bisschen einfacher machen und schneiden den oberen Teil hier weg. Da das lange Stück eine Klebelasche ist, gerne auch schräg. Ja, also den Teil weg. Und jetzt geht es darum, dass wir von dieser Kante zu dieser Kante auch wieder diagonal schneiden. Und das mache ich jetzt auch einfach mit der Bastelschere. Die ist lang genug, ist immer ganz hilfreich, wenn die Stücke eben nur so lang zu schneiden sind, wie auch eure Schere das macht, dann könnt ihr ja wirklich sehr gut auch die hintere Kante anpeilen. Na, wenn man sonst durch ein relativ großes Papier schneiden muss, wird es natürlich schräg. Also da würde ich immer empfehlen, das vorzuzeichnen, aber so dürfte das auch so gehen. Genau, also hier auch wieder den ersten Teil. Dann ist es einfach einfacher zu sehen. Das eine Rechteck wegschneiden. Habe ich nicht gut geschnitten. Nochmal kurz bisschen nachschneiden. Und dann wieder diagonal. Von der Spitze zu der Ecke. Wenn es ein bisschen schief ist, ist auch nicht tragisch. Es ist selbst gemacht, ihr Lieben. Es ist kein vom Computer maßgefertigtes, automatisch geschnittenes. Es ist etwas, das ihr mit sehr viel Liebe selber gebastelt habt. Damit wir das kleben können, müssen wir hier aber auch noch das einmal einschneiden, ja? Dass wir das als flexible Kante haben. So. Ich lasse es mal so rumliegen, während ich den zweiten Teil zuschneide. Könnt ihr das gut sehen? Schreibt bitte gerne, ne? War sehr gut, wenn ich zu schnell bin. Wenn ihr auch soweit seid, also gerade die, die ja nun mal mitbasteln, da ist es ja sonst sehr schade, wenn ihr nachher warten müsst und dann das Video wieder ganz von vorne gucken wollt. Lieber lassen wir uns wirklich gemütlich Zeit, das hier auch gemeinsam zu schaffen. Und wenn ihr das dann nachher mit beiden habt, könnt ihr alle Falzlinien nachziehen. Also alle, die jetzt schon so weit sind. Ich habe hier ein Schattenspiel. Ich lasse euch kurz einen Moment. Ich gucke mal, ob ich mit dem Rollladen ein bisschen arbeiten kann, dass es besser wird. Sicher, ob unser Rollladen das jetzt erwischt oder ob sich das so oben, wir haben so ein Dachfenster halt, wo dann so eine kleine Ecke, ah doch, perfekt, die bleibt immer ohne Rollladen, da ist natürlich schon da, wenn es da reinscheint, hat man keine Chance. So, also wenn ihr soweit seid, könnt ihr
die Falzlinie nachziehen, deinem Falzbein. Und dann werden das quasi so ineinander gesteckt. Das heißt, diese Dreiecke, das kleine Dreieck, wird hinter das große Dreieck geklebt. Ja, und der Teil ist eure Bodenklebenlasche. Ich mache aber auch erst das zweite. Und ihr sagt bitte Bescheid. Hier kommt gut rum. Wenn ihr auch so weit seid. Auch das kleine Dreieck. Macht ihr den Kleber und klebt das hinter das große Dreieck. Lasst den Kleber wieder gut anziehen. Schön Kante auf Kante kleben. Dann habt ihr da nachher auch eine schöne Sache, ja? Einen schönen Abschluss. Wenn ihr die Größe der Box verändert, kann es auch sein, dass ihr manchmal gucken müsst, dass das auch wirklich hinter dem anderen Teil nachher verschwindet. Im Zweifel müsst ihr da einfach sonst nochmal mit einer kleinen Schere nacharbeiten. Das wäre ein Teil. Dasselbe machen wir mit dem zweiten Teil. So. Sehr schön. So, ich hoffe, bei euch klappt es auch. Ich hoffe, ihr habt euch nicht verschnitten. Passiert ja gerne schnell mal und dann muss man wieder von vorne anfangen. Alles gemütlich und hoffentlich ohne viel. So, ich habe mir hier ein bisschen Kleber rausgedrückt. Das geht dann auch noch. Schupp. Nochmal Kleber auf das kleine Dreieck. Und auch hier wiederum. Mei, meine Finger sehen aus. Ich mache mir nachher alle mal ein Foto von unseren Fingern und gucken, wie es bei euch ist. Obwohl, ihr habt ja keinen Stempel bisher benutzt. Eigentlich müssen eure Finger. Eure können nur voll mit Kleber sein. So. Und dann brauchen wir unsere Box. Und jetzt kommt dieser Teil unten auf den Boden. Damit, und das könnt ihr euch so drüber stülpen. Ja, und dann wird der Teil an den Boden geklebt. Das heißt, den Boden nach oben könnt ihr die zwei Teile drüber stülpen. Eins nach dem anderen geht auch. Und dann wird es festgeklebt. Das könnt ihr jetzt mit Flüssigkleber machen oder aber mit Klebeband. Klebeband hält ein bisschen fester, hat aber den Nachteil, ihr könnt nicht nochmal ruckeln und es nochmal versetzen, sondern das, wenn fest, dann fest. Das ist sozusagen das beim Abreißklebeband. Also ich bringe jetzt hier innen drin das Abreißklebeband an. So, das dürfte reichen. Ziehe die Schutzfolie ab. Und dann setze ich nochmal die Box wirklich schön bündig dran und dann klappe ich mir die Leiste rüber. Und dann ist es auch schon fest. Lässt sich öffnen und wieder schließen. So, die zweite Seite geht genauso. Wieder einmal nach außen. Ein bisschen nach außen klappen, Kleber aufbringen,
Folie wieder ab. Na. Dafür gibt es eigentlich auch einen ganz, der Piekser und Aufhebhelfer, der hat auch so eine feine Nadel, mit dem man das eigentlich ganz super lösen kann. Den habe ich aber leider gerade nicht auf meinem Basteltisch. So, auch hier wieder schauen, dass alles gut zusammenpasst, alles gut drin sitzt. Und einmal rum. Und fertig ist unsere Klappbox. Also ich sag mal, der Rohling, der wäre jetzt, wenn man so möchte, könnte er auch fertig sein. Ja. Ich habe ja bei der Box jetzt einfach nur zwei Stücke Designerpapier draufgeklebt. Und das kann man so auch schon verschenken. Man könnte überlegen, ob man es mit einem Band verschließen möchte, wenn es jetzt so ist. Aber das obliegt euch, wie ihr das machen wollt. Ich hatte mich für heute überlegt, dass ich jetzt noch einen Aufleger drauf mache und dann das Designerpapier drauf mache. Und dafür habe ich mir überlegt, dass ich die Erdbeeren in das Designerpapier und 8,5 x 8,5 hier zuschneide. Ich mache mal hier DSP. 8,5. Aufleger 9. Ja, das sind sozusagen 9 mal 9, 8,5 mal 8,5. So, das heißt, ich habe mein eines Stück Designerpapier und jetzt schneide ich mir noch die 9 cm in Quadrat aus dem passenden Rotton dazu. 9 cm auf 9 cm. Auch hier, das ist jetzt ein bisschen kleiner, der Aufleger. Da könnt ihr an sich natürlich sonst auch variieren, aber ich fand das ganz schön. Dann hat das nochmal den grünen Rand, den roten Rand und dann das Designerpapier. Hier könnte auch das selbstgestaltete, selbstgestempelte Designerpapier drauf. Könnt auch die andere Seite nehmen. Ihr seid da auch alle noch ein bisschen frei, wie ihr das ausgestalten möchtet. Das könnt ihr entweder fest draufkleben oder sogar auch mit ein bisschen Abstand. Wichtig ist nur, wenn ihr das gleich festklebt, nur auf eine Seite. Nur auf eine Seite Kleber, ja? Klebt euch nicht die ganze Schachtel zu, sondern das soll immer noch beweglich sein. Das heißt, ihr nehmt eine Seite, die oben ist, und auf die Seite kommt euer Aufleger. Ich mache das jetzt mal mit Dimensionals. Oh, ich muss mich mal strecken. Dann mache ich es mir jetzt einfach, damit mir das gleich nicht passiert. Ich mache die Dimensionals auf den Aufleger. Ja, direkt drauf und ich ziehe auch direkt die Folie ab. Seid da ruhig ein bisschen großzügiger. Ich bin sonst ja auch sparsam, was Dimensionals angeht. Aber das soll ja auch gut halten und ihr wollt euch nicht eure Dimensionals nachher abreißen. So, das kommt drauf. Erst klebe ich aber hier mein Designerpapier. Dann nehme ich jetzt einfach nochmal Flüssigkleber. Just a little bit. So. Das kommt auf meinen Rahmen. Das hat ja wie immer diesen halben Zentimeter, wie immer bei mir, muss ich ja sagen, diesen halben Zentimeter, also 0,25 links, rechts. Das ist ja auch Augenmaß. So. Aha, und dann kann der auch mit etwas Augenmaß aufgelegt werden. Und auf der Seite, wo die Dimensionals sind, festgeklebt werden. Und dann hebt sich das Ganze folgendermaßen hoch. Obendrauf natürlich jetzt auch noch unglaublich viele Möglichkeiten, das auszugestalten. Einen schönen Spruch könnt ihr drauf machen. Ob rund, ob eckig, was ihr da habt zum Verzieren. Es gibt aus dem Erdbeerstempelset, habe ich euch
Ich habe ja einen Plotter geschenkt bekommen und freue mich so. Und ich muss den natürlich sofort ausprobieren. Und es gibt ja nicht zu allen Stempelabdrücken immer Stanzformen. Hier bei dem Set, aus dem Erdbeerset, gibt es ja die Handstanze für die Erdbeere, das Grün von der Erdbeere und das Blatt und die kleine Blume. Das könnt ihr mit der Handstanze ausstanzen. Und den Stempelabdruck, den müsstet ihr entweder per Hand ausschneiden. Oder eben, wenn ihr so glücklich seid wie ich und einen Plotter habt, dann könnt ihr das über den Plotter ausschneiden lassen. Dafür mache ich auch mal ein Video, weil mich hatten schon ein paar gefragt, Marion, kannst du mir mal verraten, wie du das gemacht hast? Da müsst ihr mir nur ein bisschen Zeit geben. Dann muss ich mal gucken, weil das ist viel mit dem PC, da weiß ich noch nicht genau, wie ich das abfilmen kann, dass ihr das gut mitkriegt. Ja, aber ihr habt die Handstanze und könnt, wie gesagt, Erdbeere, Blatt, Grüns und die kleine Blume ausstanzen. Und eine ganz tolle Sache, ihr Lieben, aufgepasst. Ein absolutes Must-Have, dieses Stempelset. Habe ich erwähnt, ne? Ich finde es mega. Die große Blume passt zu unserer Handstanze kleine Blüte. Ja, also wenn ihr die Handstanze habt, ich glaube, letztes Jahr Celebration gab es die mit einem Stempelset. Im Katalog ist auch noch ein Stempelset mit der kleinen Handstanze. Und jetzt auch hier das Bärenstark passt wieder zu dieser Stanze. Ja, das heißt, ihr könnt euch hier schon, also unglaublich viel, bis auf wirklich dieses eine Blümchen, könnt ihr euch alles ausstanzen mit entsprechenden Handstanzen. Finde ich mega. Ja, also schaut da, wenn ihr vielleicht auch wie ich gerne Erdbeermarmelade selber macht oder andere Sachen, Jogurette gerne verschenkt, ach, das passt einfach super. Ja, und die Sprüche sind auch echt schön und vielseitig einsetzbar. Genieß an deinem Tag das süße Leben, Geburtstagsgrüße, einfach nur so und Dankeschön. Also ich finde, das ist wirklich ein super schönes Set. Lässt sich super an. Das könnt ihr natürlich auch dann zum Beispiel noch kolorieren, dazukleben oder falls ihr beim letzten Mal die Erdbeere nicht verarbeitet habt oder es euch jetzt selber gönnt, dann geht es natürlich auch noch mit einem Spruch und der Erdbeere. Ja, also da sind euch, ach, da habt ihr wieder so viele Möglichkeiten. Ich mache das auch später wieder fertig. Das so auch gerade Sprüche und so, da überlege ich immer, wer kriegt das denn und für wen ist es jetzt? Und dann variiert ja doch auch der Spruch immer mal wieder. Und ja, ich hoffe, ihr seid soweit mitgekommen. Ihr habt da ganz viel Spaß dran und ihr schafft es hoffentlich auch, sie euch anzupassen. Ich weiß schon, Daniela, wir hatten gequatscht über Serviettenverpackungen und so. Mach dir eine Skizze, wenn du irgendwie Fragen hast, sag Bescheid. Sowas mache ich gerne abends ab und an mal so beim Fernsehen, so ein bisschen nebenher. Kann ich gerne gucken und das auch mit anpassen auf andere Maße. Also falls da irgendwie Schwierigkeiten sind, einfach Bescheid sagen, wenn ihr da was anderes verpacken möchtet. Genau, ansonsten meine Empfehlung. Nur noch jetzt, der Februar-Mädels ist bald vorbei. Celebration ist bald vorbei. Also für 60 Euro einkaufen, ein Geschenk bekommen, geht nur noch jetzt. Meldet euch bei der Sam oder bei mir, wenn ihr noch was möchtet aus der Celebration. Und oder die Märzbox, ich hatte es ja vorhin auch schon mal erwähnt, sagt da Bescheid. Wir packen fleißig, damit die bald zu euch auf den Weg geht. Wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr alle wieder mitbastelt. Und ja, wenn ihr sonst keine Fragen habt, hoffe ich, dass eure Boxen passen, dass ihr euch nicht verfalzt, verschnitten habt, verklebt und dass euch das Projekt gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr wieder die Beiträge teilt, gerne bei Instagram und Facebook auch den Hashtag Wasserwerke live basteln nutzen und Sam und mich gerne mit dem Ad auch verlinken, dass wir das sehen und auch dann teilen können. Da freuen wir uns riesig, wenn wir das einfach direkt verfolgen können und sozusagen auch die Nachrichten kriegen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch einen mega schönen Sonntag. Aha, die Hunde sind da. einen mega schönen Sonntag. Genießt ein bisschen die Sonne, tankt ordentlich Vitamin D und wir sehen uns nächste Woche wieder bei der Sam mit dem Projekt Nummer 5. Macht's gut. Ciao.